Hallo, liebe Jungfrau Geborenen, ich begrüße euch hier ganz herzlich zu eurem Reading für den Februar 2021. Ja, ich begrüße alle Abonnenten und alle, die diesen Kanal jetzt für sich entdeckt haben, hier aufs Herzlichste und habe auch für euch hier die Lenormand-Karten für den Monat Februar ausgelegt und als Klärungskarten habe ich hier Tarotkarten dazu genommen. Bei euch wollten neun Lenormand-Karten rausfallen. Das habe ich dann auch so gelassen. Genau, ihr könnt euch ja schon mal ein bisschen hier einstimmen auf dieses Reading, während ich die Klangschale anschlage. Und dann werden wir auch gleich mit der Deutung gemeinsam beginnen. Los geht's. Ja, liebe Jungfrau, bei euch hat sich so das berufliche Thema etwas rauskristallisiert. Ihr könnt das hier immer auf alle anderen Bereiche auch etwas ummünzen. Das sind ja die Energien, die ich hier lese und diese Hauptthemen. Aber mir scheint so, es geht bei euch in diesem Monat viel um den Beruf. Und zwar haben wir hier auch die Berufskarte, der Anker mit den Sternen als erste Reihe und dem Kreuz. Also, euer Beruf ist eure Erfüllung, eure Wunscherfüllung. Da hängt ihr euch rein und das erfüllt euch auch sehr, was ihr da macht. Also, es sind die Sterne der Beruf, das ist so diese Wunscherfüllung im Beruf. Und das Kreuz noch dazu, das ist auch eure Bestimmung. Also, was ihr da macht, das möchtet ihr auch machen, das liegt euch, das liegt euch im Blut, da seid ihr auch richtig gut. Trotzdem habt ihr diesen Monat doch sehr diffuse Ängste. Das sind die Mäuse und einmal der Turm und die Wolken. Das sind natürlich alles so Karten, die sprechen halt dafür, dass man nicht sich so wohl fühlt. Man hat Angst, Zweifel und einfach auch Ängste, aber die sind diffus. Also die sind gar nicht so, die sind eigentlich gar nicht da. Das macht ihr euch eigentlich selber. Ihr seid irgendwie verunsichert, vielleicht hängt das jetzt auch. Wahrscheinlich auch mit der Zeit, mit dieser Corona-Zeit, sage ich mal, zusammen, dass es bei euch in eurem Arbeitsbereich vielleicht auch etwas unklar ist und alle müssen sich neu orientieren. Auf jeden Fall habt ihr da diffuse Ängste. Vielleicht ist es auch nicht alles so geregelt, dass ihr euch da Sorgen macht. Aber das ist alles nicht so fest. Ne? Das ist eigentlich nur auf eurer Kopfebene habt ihr diese Ängste, das ist nicht zu schaffen. Ja, ich habe da denn auch nochmal explizit für diese Reihe mit diesen diffusen Ängsten, die ihr im Monat Februar habt, nochmal zwei Tarotkarten als Klärung genommen. Da sind einmal fünf der Kelche rausgefallen. Ihr seht diesen Mann, der auf drei umgestoßene Kelche blickt, traurig, und hinter ihm stehen aber noch zwei volle. Es ist gut möglich, dass ihr vielleicht in einem Umfeld seid, dass vielleicht euer Chef oder euer Vorgesetzter, der nur das sieht, ja, was nicht geschafft wird, aber ihr seht nicht, diese Menschen sehen nicht, was du alles schaffst. Und dafür steht jetzt auch Ritter der Münzen, dass du ein sehr zuverlässiger Mensch bist bei der Arbeit, der das sehr genau nimmt und beständig ist und mit viel Verantwortung übernimmt. Und das alles wirklich sehr, sehr zuverlässig bearbeitet und langfristig gesehen das auch sieht. Und das macht dich vielleicht auch ein bisschen traurig, dass andere oder dein Vorgesetzter oder Chef oder Chefin das nicht so anerkennt, was du eigentlich da leistest und zwar immer beständig da bist und deinen Job sehr gut machst und dass man dich auf dich verlassen kann. Das sind vielleicht auch so dies, was dich so stimmen lässt im Monat Februar. Diese diffusen Ängste, dass du bist nicht genug oder du bekommst nicht mehr diese Anerkennung von der Chefetage, sage ich mal. Ja, dann habe ich die letzte Reihe sozusagen als Auflösung auch genommen und wie es wird und auch nochmal Klärungskarten als Rat. Und da erscheinst du auch als Hauptperson, dann der Schlüssel, dann der Baum, jetzt kriege ich sie gar nicht alle rauf, dann schiebe ich die mal zur Seite hier, und die Sonne, also die höchste Karte, die Sonne,
Da ist nichts dran zu zweifeln. Also du bist doch sehr sicher und auf dich kann, du bist eine Bank und das, du machst das ganz toll. Also es wird sich alles auflösen. Für dich auch wirst du diese Ängste in diesem Monat überwinden. Und du machst halt wirklich einen ganz super Job und das wird dir vielleicht auch denn mal jemand auch mal so sagen. Und als Klärung habe ich gezogen, das sind einmal sechs der Münzen. Und da seht ihr hier einen Mensch, der so eine Waage in der Hand hält und zwei, die vor ihm knien. Vielleicht fühlst du dich dann auch so, dass der Chef eigentlich dir nur so ein bisschen so gibt und du bist so in einer Mangelposition. Du weißt gar nicht, was du davon halten sollst. Der hält die Waage in der Hand und versucht das vielleicht auch, versucht immer auszugleichen, aber es ist irgendwie nicht so greifbar für dich. Ja, ich sehe diese Karte halt mehr im Mangel, dass dieser Mensch hier in Rot das Sagen hat, wer nun was von dem Kuchen abbekommt oder wie das läuft. Aber brauchst du dir keine Sorgen machen. Hier sind 9 der Münzen gefallen und du bekommst da deine Belohnung und du weißt auch, was du dir selbst wert bist. Das sind 9 der Münzen. Ihr seht, dieser Mensch steht über den Dingen in seinem roten Gewand auch hat ja diesen Vogel da in der Hand. Also für die Geistige, du handelst halt auch sehr klug und sehr besonnen. So also sind Jungfrauen ja auch viel Erde und viel Analyse auch. Hier ist ja auch ganz viel Erdkarten, also ganz viele Münzkarten sind hier gefallen. Das spricht ja auch für deine Wesensart, dieses zuverlässige, beständige und doch analytische Nachdenken. Da ist der Vogel ja hier, es gibt einen Falke, ist der auf deiner Hand da ist. Also du gehst da sehr klug vor und wärst du auch dafür. Also das ist alles auf dem richtigen Weg. Also diese Zweifel wirst du in diesem Monat auch überwältigen und wirst deine Arbeit so verrichten, wie du es machst, sondern klug, beständig und lässt dich da dann auch nicht mehr verunsichern. Und du kriegst auch die Belohnung zum Schluss. Ende des Monats wird sich das dann halt zeigen, dass man sich da auf dich verlassen kann und du auch diese Wertschätzung dann erhältst. Und das weißt du auch, was du kannst. Du lässt dich da dann im Endeffekt nicht mehr verunsichern. Ja, liebe Jungfrauen, ich hoffe, ihr seid damit in Resonanz gegangen. Es können natürlich nicht alle. Es kristallisiert sich ja immer ein Thema heraus bei jedem Reading und wäre nett, wäre schön, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst, damit ich da ein Feedback habe. Das ist mal ganz schön. Freue ich mich natürlich auch über Abos und Likes und gern könnt ihr bei mir auch ein privates Reading buchen. Die Mailadresse ist ja verlinkt, da könnt ihr mich gerne drüber kontaktieren. Und dann kann man persönlich auf deine persönliche Situation nochmal schauen. Doch, es wird alles gut für euch Ende des Monats. Macht euch keine Gedanken, lasst euch nicht verunsichern. Und ich freue mich, wenn ihr im März wieder bei mir seid und sage, macht's gut, bis dann, euer Löwenherz.